Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Overwatch. Heute spiele ich nicht alleine, denn heute spiele ich mit Annie. Vielleicht kennt ihr ihn aus den ein oder anderen TTT-Folgen oder auch aus dem Stream. Ich habe auch Overwatch, wie gesagt, mit Annie gestreamt. Und da ich ja die letzten Runden so ein bisschen hart vermöbelt wurde, dachte ich mir, spielen wir heute mal einfach zu zweit. Ich glaube, ich werde heute mal McCree spielen, weil der macht mir ziemlich viel Spaß. Und ich habe ja gesagt, ich will euch so ein paar mehr Champions zeigen. Und welchen Champion spielst du noch mal immer? Oh, du hast auch irgendwie. Ich bin immer so am Rumswitchen zwischen so zwei, drei Stück. Je nachdem, mit welchem es gerade läuft und welcher sich gerade gut in die Gruppe einzieht. Aber ich habe noch nicht so viel gespielt. Das heißt, ich habe noch gar nicht jeden ausprobiert. Aber ich hatte übrigens Winston getestet, ne, und der ist ja echt übel lustig. Der Affe, der ist Hammer, ja, ne? Ja, der ist echt lustig. Ah. Also man muss da mit dem Sprung erstmal so ein bisschen drauf haben. Aber so die Waffe ist halt übel strong und die Ulti-Fähigkeit, die ist auch echt übel. Also, da geht's auch echt ab mit. Ja, wenn man das Timing drauf hat, dann geht's echt gut. Die Map habe ich noch gar nicht gespielt. Nee, das ist eine neue Map, glaube ich. Oh. Die gibt's erst seit, nach dem Wochenende. Ich glaube, in dem Stresstest-Wochenende konnte man sowieso nur zwei Maps spielen. Oder drei. So, wir spielen einfach mal McCree. McCree ist ein Scharfschütze. Das heißt, wir gehen eher auf Range. Und hat einen Revolver, macht ziemlich viel Damage, der Revolver. Ich muss mal eben kurz was gucken. Nicht, dass ich hier Overwatch frisst, nämlich extrem viel. Ich kann mit Linkskill ganz normal schießen, mit Rechtskill könnt ihr die ganze Salve entladen. Was relativ strong ist. Und an sich hat er noch eine Schockgranate, damit kann man jemanden stunnen. Dann hat er noch. Was hat er denn noch? Ich weiß es gar nicht mehr. F1 war das, ne? Genau, eine Steppenrolle, damit kann man sich einmal rumrollen und ihr ladet sofort nach, das ist extrem geil. Und als Ulti ja der Revolver hält, die ist ein bisschen tricky, aber die zeige ich euch dann gleich mal in-game. Okay, ach stimmt, den hast du auch immer gespielt hier, ne? Wie heißt der nochmal? Reaper, glaube ich, ne? Reaver, genau. Reaper. Ja. Der ist auch sehr, sehr cool. Er ist aber eher Melee, ne? Weil ja Shotgun. Ja, das Schöne an dem ist, der hat so einen schönen Stealth-Stil. Das heißt, den spielst du immer so, dass du versuchst quasi mit deinen Skills nah an die Gegner ranzukommen, die Shotguns zu entladen und dann halt wieder möglichst auf Distanz zu gehen. Und das halt immer und immer wieder. Funktioniert auch eigentlich ganz gut. Was das hier soll mit dem Greenscreen, Alter? Übel lustig. Gut, ich denke mal, wir werden jetzt hier gegen auf jeden Fall Leute spielen, die das Spiel ein bisschen öfter gespielt haben, weil das Stresstest-Wochenende ist vorbei und die ganzen Noobs sind wahrscheinlich raus. Das heißt, wir spielen jetzt hier gegen Leute, die echt was drauf haben. Hat es am Wochenende Spaß gemacht. Ich habe am Wochenende leider keine Zeit gefunden zu spielen. Ah, ging mir ähnlich. Also ich hatte das ein bisschen gespielt und dann... Ich muss aber sagen, im Wochenende hattest du auch oft das Gefühl, dass du halt selber nicht so viele gute Spieler hattest. Und die Gegner waren halt so übel krass teilweise. Okay. Okay. Ah, hier ist übrigens an der rechten Seite noch so ein Eingang, hier direkt. Okay. Überleg. Oh. Ja, da kann man glaube ich nicht durch, oder? Nee, da kommen die ja gleich raus. Ernsthaft? Hier kommen die jetzt raus, ja. Da sind schon die Waffen von den Gegnern durchgepickt. Oh, einer ist schon tot. Der hat direkt den Shotgun gefressen. Jetzt lassen wir zur Haupttür. Da brauchen wir nicht gerade unser Mate-Hilfe. Da ist noch ein McPhee direkt an der Tür. Wir dürfen halt jetzt nicht zu weit pushen, weil die sind gerade schon zu unserem Punkt gekommen. Oh ja, ich sehe schon. Ziemlich bad, ehrlich gesagt. Wir müssen eigentlich nur den Punkt verteidigen. Ja, wir sind da sehr offensiv gegangen hier gerade. Ich weiß gar nicht, kann ich mit McCree nicht hier hoch oder so? Wie war das denn nochmal? Ich glaube, das haben sie weggemacht. McCree kann das, glaube ich, nicht mehr. Hm. Ah, hier ist es wahrscheinlich ein bisschen zu defensiv. Auf der rechten Flanke gerade echt Probleme. Ja, ich komm mal. Da bräuchten wir gerade echt Hilfe. Oh mein Gott, der Affe stand neben mir. Heilige Scheiße, okay. Au, da haben sie mich jetzt auch erwischt. Aber ein ganz schöner Rundenstart. Also da hatten wir auf jeden Fall einen Defensivvorteil. Die sind da irgendwie nicht so wirklich rausgekommen. Die haben auch bis jetzt noch nicht wirklich viel gemacht. Alter, die Schockgranate von dem McCree ist echt geil. Wenn du danach die komplette Revolverladung entlädst, ist das echt geil. Ja, die sind jetzt gerade wieder an unserem Punkt. Das geht auch recht schnell, wenn die dazu... zweit oder dritt draufstehen. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Auf der linken Seite greift man sich gerade an. Oh fuck, da ist aber der Affe. Okay, der ist holy tot. Shit, Alter! Also der Typ, der Genji ist auch echt ein super starker Charakter irgendwie. Die sind schon wieder dran. Ah, oh,
da. Oh. Oh der, mein Gott. Der Bogenschütze, der ist sehr stark gerade. Wir haben's. Holy shit. Also der hat mich gerade schön auf eine kurze Distanz direkt einfach gerackt. Weggeschossen. Ja, aber so richtig. Also ich kam da an und ich habe direkt einen Pfeil im Kopf gehabt. So, die kommen dann schon wieder näher Richtung Endpunkt. Das ist unglaublich, wie viel Damage die Shotgun jetzt in meinem Charakter macht. Die Stunde hat geschlagen. Ja, da war einmal die Ulti. Also ihr seht ja schon, ihr müsst ein bisschen aufladen. Oh mein Gott. Und dann könnt ihr jemanden exekuten, aber ihr könnt auch nicht nur einen Gegner exekuten, sondern mehrere direkt. Ja, seht ihr jetzt hier nochmal. Stunde hat dauert halt ein bisschen und dann zack. Ist halt eine gute Position suchen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du zu viel Zeit lässt, können sie dich ja trotzdem töten. Ja, genau, das ist halt nicht so leicht. Wir müssen jetzt die Karre verteidigen, oder was? Ja, ich glaube schon. Ja, wir müssen die Fracht aufhalten, naja. Aber das erinnert schon stark an den Fortress. Was mich echt immer wieder verwirrt, ist, dass man nicht sprinten kann. Ach, Scheiße. Die eskalieren wieder komplett hier. Ich hab auch meine Ulti. Oh mein Gott, Alter. Heilige Scheiße. Boah, der Bogenschütze hat mich übelst low gehauen, ey. Heilige Scheiße. Ja, diese Elektrogun von dem Winston ist halt so der übelste Auto-Aim, ne? Heftig, ey. Da hab ich viel machen gegen. Ich krieg auch gerade echt nur aufs Maul. Die spielen alle so zusammen. Die stehen zu ja, die spielen echt gut. Ja, die spielen richtig gut zusammen, ja. Okay, wir sehen die Gegner. Alter, der Bogenschütze, ne? Der ist sehr, sehr stark, ja. Holy shit, Alter, die sind so gut. Ey, ich komme gerade aus dem Base raus und krieg direkt die übelsten Pfeile an. Heilige Scheiße, ey, die sind echt so gut. Aber das ist ja das, was ich gesagt habe gerade, ne? Wenn der Stress jetzt Wochenende wieder vorbei ist, dann gibt's halt nur noch die Leute, die halt wirklich super viel spielen. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Dr. Murphy in Bereitschaft. Der Apfel ist gerade direkt am Kart. Am Kart? Kommen auch gerade irgendwie nicht an den Rand. Also. Die wissen echt, was sie tun. Der Bogenschütze kommt gerade auch langsam von hinten. Oh, damn it, Alter. Oh, holy shit, ey. Mach ich mir jetzt hinter dem Bogenschützen? Die sind echt nicht fertig. Kriegen aber auch nicht down. So, der Bogenschütze hält so viel aus. Ja, der ist aber echt nicht so leicht zu spielen, also das ist echt schon super schwierig. Weil die Pfeile fliegen halt im Bogen und das ist super schwer, die zu treffen. Aber der hat's echt drauf, also der hat wahrscheinlich nichts anderes gemacht die letzten Tage. Ja, der ist not bad. Die Stunde hat geschlagen. Ja, ich versuch nochmal hinter dir zu kommen. Hat auch wieder funktioniert. Aber ich kriege ihn nicht down, den Bogenschützen. Also jetzt ist er tot, aber echt unglaublich. Der kann so viele Schüsse treffen. Holy shit, das war super knapp. Aber auch bei der man so cool, wie viel man auf die Dächer und so weiter drauf kann. Also auch mit normalen Charakteren. Wow. Die stehen da zu zweit unter dem Balkon jetzt hier links raus. Push mal raus. Boah, der haut natürlich sein Schild hin, das gibt's ja nicht. Also die spielen echt, ich kann mir vorstellen, dass es eine Premade-Lobby ist. Ja, das könnte sein. Also die spielen aber auch, wir haben auch gute Mates eigentlich. Jo. Also es ist not bad, ey. Jetzt gerade halten wir es ganz gut. Wir haben da wohl einen Punkt gefunden, wo wir uns ganz gut behaupten können. Alter Schwede, macht der Schaden. Holy Alter.
Alter, ey, also der, oh, der ist jetzt ja wieder krass. Da. Der hat sogar ein Schild gemacht. Ja, der ist genau dahinter. Aber ich hab ihn. Ich habe auch gleich wieder Ult. Das Geile ist, ich versuche mich mit der Ult immer einfach auf die Tanks zu stürzen, weil die sind instant down. Du killst halt hier echt jeden instant. Das ist scheiße. Ja, ja. Oh. Noch 60 Sekunden. Ja, wir haben es fast geschafft. Also ich Alter, wir drängen die halt übel zurück. Ja, wir sollten vielleicht, es sind nur noch 60 Sekunden mit Overtime, also sollten wir vielleicht versuchen jetzt da nochmal uns zu sammeln. Ich geh mal nach oben. Ja, da sind zwei Sniper, pass auf. Direkt an der Ecke. Port mich hinter dir jetzt. Oh, das war nicht hinter dem. Jetzt hab ich mich direkt vor dir geportet. Das war jetzt richtig klug. Noch 30 Sekunden. Die Stunde hat geschlagen. Gehe gerade in den übelsten Killing Spree. Ich muss sagen, ich mach gar nichts. Holy shit. Also die haben das aber echt nicht. Also am Anfang sah das echt krass aus, als ob die irgendwas reißen. Aber danach. Lol. Das ist ja lustig. Special. Ich hoffe, ich habe damit jetzt. Ah, ich habe nicht das Highlight bekommen. Ich habe gerade einen richtig schönen Quad-Kill gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, durch den Schlitz da. Lol. Nicht schlecht. What? Noch. Oh mein Gott, Alter. Ja, gut, der hat ja den Warlock angehabt, aber trotzdem. Heilige Scheiße. 20 Minuten hattest du. Ja, lief ganz gut. Ich geb dir mal ein Like. Ich war echt noch nie, also ein paar Mal in den Aufnahmen war ich, glaube ich, noch nie hier bei den letzten Vieren, aber das ist auch so, weiß nicht, da gibt's immer verschiedene Sachen. Festgesetzte Gegner. Das ist zum Beispiel, wenn die in die Trap reinlaufen. Aber ich finde, die Tanks sind bei solchen Maps halt echt geil, ne? Hast du gesehen, der fette Reinhardt, ne? Der stand da irgendwie mit einem Schild und hat einfach alles abgehalten, ne? Ja, die ganzen Range-Fähigkeiten. Das ist halt echt krass. Also wenn man es richtig einsetzt und im Team richtig damit spielt, dann ist es schon echt effektiv. Mhm. Ja, das sehe ich nämlich genauso. Das ist schon echt krass. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es ein... Ich weiß nicht, ob es wirklich so erfolgreich im E-Sport wird, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall spannende Competitive Matches gibt, wenn man Pre-Match spielt. Ja, sicher, wenn man Pre-Match spielt. Oh, die Map ist auch neu, oder? Volskaya Industries. Ja, die kennen wir alle noch nicht. Wie gesagt, in dem Stress des Wochenende konnte man halt wirklich nur irgendwie zwei Maps spielen oder drei. Wenige defensive Helden. Ich muss sagen, ich finde auch diesen Turmbauer extrem interessant. Aber ich glaube, der ist halt extrem... Also den kannst du zum Beispiel, glaube ich, nur in der Verteidigung spielen. Im Angriff ist das, glaube ich, echt useless. Generell, also die Charaktere wirken alle... Also es gibt wirklich Charaktere, die wirken total overpowered, wenn man sie sich so anschaut. Wie dieser Turmtyp, ne? Dieser Bastion. Wenn man sie dann aber tatsächlich einsetzt... Man muss es schon richtig spielen und man muss es auch im Team richtig spielen, damit es auch wirklich funktioniert. Ja, das stimmt. Also die sind schon echt krass. Ich muss sagen, diese ganzen Schützen sind alle relativ tricky, weil die halt... Ja, du musst halt ein gutes Aim haben, ne? Die haben halt keine AOE-Waffen und du musst halt ein relativ gutes Aim haben, damit du irgendwas triffst. Und gerade diese Leute wie der McCree, der nur 6 Schuss hat, oder auch der Bogenschütze, die Pfeile sind halt extrem schwer zu treffen. Ja. Das ist halt echt nicht so leicht. Aber die Ulti von dem hingegen ist halt wieder übel sick. Wo du diesen riesigen Drachen holst, ey. Ich finde den ich hier gerade habe, der ist halt schon echt... Ich weiß nicht, ich suche die ganze Zeit nach so dieser Hauptschwachstelle für den Charakter. Aber ich glaube, der ist auch relativ leicht. Die Schwierigkeit hat der, glaube ich, 1, oder? Wenn du F1 drückst oben links. Der ist relativ easy zu spielen. Aber macht halt Spaß, weil du kannst damit halt wirklich richtig schön, und wie gesagt, gerade habe ich einen Quad-Kill gemacht, du kannst damit halt richtig schön in die Gegner diven und alles auseinandernehmen von hinten. So, komm den raus. Da immer bei der roten... Ja, aber es gibt ja meistens mehrere Türen. Okay. Ja, die haben aber doch recht viel Spielraum da oben. The fuck? Holy also shit, wir können die nicht so einen irgendwie jetzt gerade auf der letzten Map. Ich guck gerade schon. Aber das ist ja krass, den muss ich erstmal. Da. Das Alter, der. So. Oh mein Gott! Hat er dich schon tot gehabt oder wie? Der hat mich mit dem Bogen getroffen und danach hat er mich mit so einem
Split-Pfeil angeschossen und mich einfach gekillt. Holy shit, ey. 60. Ja, die Bogenschützen sind teilweise echt richtig gut, ey. Ich spiele schon wieder gegen denselben, ne? Wir haben dieselbe Lobby, glaube ich. Genau die gleiche Lobby, ich glaube, da sind nur irgendwie zwei Leute raus. Okay. Ich versuche mich ein bisschen defensiv zu halten an diesem Tor und die hier abzufangen, wenn die rauskommen. Das ist halt teilweise manchmal ein bisschen nervig, dass du halt teilweise übel weit laufen musst. Bis du halt irgendwas siehst. Oh, verdammt. Die Tussi mit ihrem Turret greift mich hier gerade an. Och, das gibt's nicht. Der Bogentracker. 4 Shotgun-Schüsse hat er ausgehalten. Und dann noch ein drittes Leben. Nicht schlecht. So, der war da drin. Pass auf, ich glaube, wo du gerade reingelaufen bist. Der müsste noch irgendwo in der Nähe sein. Alter! Ey, der ist aber auch, der hat ein Aim, Mann. Das ist ja des Todes. Holy shit. Nicht, der hat anscheinend vorher nur Crysis und Tomb Raider gespielt, bevor er mit Overwatch angefangen hat. Oh mein Gott, Alter. Weil der trifft mich auch mit 2 von 2 Pfeilen, ne? Ja, ja. Heilige Scheiße, der ist ja übel gut, ey. Weil ich sage, wenn du so ein Aim hast, ne, dann bist du natürlich mit solchen Charakteren auch übel der Boss, ey. Oh, der McCree auch, wow. Ja, die haben mehrere solche Schützen. Man muss erstmal bei den Maps auch gute Spots wissen. Gerade für die Schützen ist das echt schwierig. Man muss sie halt schon so ein bisschen zurückhalten. Ist halt instant tot, ne? So, jetzt wird's gerade ein bisschen riskant. Die nehmen mir gerade den Punkt ein. Verdammt. Holy shit, ey, ich sehe kein Land gegen die, ja. Die sind einfach viel zu gut, ey. Vor allem, wenn die geheilt werden im Hintergrund, ne, dann machst du einfach keinen Damage gefühlt. Weil die einfach die ganze Zeit hochgeheilt werden. Gerade McCree, der spielt unglaublich stark. Also von dem werde ich einfach durchgehend überrannt. Der benutzt diese Flash extrem gut. Ja, ja. Das Gefühl, der wirft mir jedes Mal genau ins Gesicht. Ich finde dieser Typ, der so schwebt, ne? Der ist auch extrem komisch, weil der immer, wenn ich dir von dem gekillt wurde mal, dann hat der so irgendwie so Handschläge, die einfach immer treffen. Die haben irgendwie auch so Auto-Aim. Dieser Medic oder wie? Ja, ja, genau. Dieser, der so im Yoga-Sitz so rumschwebt. Ja, ja. Der ist übel sick. Ich glaube, der ist schwer zu spielen, aber wenn du den kannst, ey, heilige Scheiße. Die Medics sind generell nicht so leicht zu spielen. Die Stunde hat geschlagen. Hängt halt sehr stark vom Movement ab. Oh, die ist oben mit ihrer Ulti. Oh, ja, ich bin tot. Aber meine Ulti war so bad, ey. Wie das Schwert des Damokles. Oh, Alter, ey. Rück in den Sack. Oh, ach, der Bogenschütze, das gibt's ja nicht. Na, manche Leute sind richtig krass, ey. Die hat mich gerade auf so eine krasse Long Range, hat einfach so während ich im Laufen war, so gefree-aimed und dann einfach umgehauen. Also da haben wir wirklich die krassesten Typen erwischt. Das ist auch echt heftig, finde ich. Ich finde das echt krass teilweise, wie was die bei so einem Action-Game, ne? Ich meine, das ist ja super schnell, das Game. Was die da für ein Aim haben. Also, das ist übel. Ja, das ist beeindruckend, die spielen. Leider kenne ich die Spots nicht für die Healpots, ey. Das ist super kacke irgendwie. Ja, generell die Maps, also gerade wenn du eine Position verteidigst, Map-Kenntnis ist ja echt alles. Naja, weil du halt auch wissen musst, wo du dich heilen kannst und alles. So, die kommen da gerade alle an der Wand. Den zu treffen, ne? Holy shit. Die Ulti von dem, nicht so ganz gerafft, von dem Bogenschützen. Schade, Klos. Warum wird der ge... Manchmal ist das echt merkwürdig. Ich dachte gerade, der wurde geheilt, aber der hat irgendwie Heilung von irgendwo bekommen. Wir müssen den eigentlich nur verteidigen, den Punkt, ja.
So, die greifen jetzt gerade wieder an mit dem Geschützturm-Typen. Der ist da gerade oben und macht seine Ulti auf. Die Stunde hat geschlagen. Arbeit zusammen. Drängt sie zurück. Gleichzeitig. Au. Oh, pushen die jetzt gerade drauf. Also jetzt ist es gefährlich. Müssen wir die auf jeden Fall down kriegen. Durchschreitet die Ehre. Oh, das ist doch nicht. Die kriegen's. Ah. Oh, Alter, ist das heftig. Keine Ahnung, die sind einfach so gut, ne? Ja. Holy shit, ey. Aber manche Leute, das hat Gefühl, die spielen nichts anderes, ey. Die sind so krass gut in so einem Action-Game. Machen sie wahrscheinlich auch nicht. Weil das. Jetzt bin ich mal gespannt. Hab bestimmt Ult, oder? Ja. Oh, oh. Alter. Und er holt. Er holt den Typen auch noch fast. Das war fast ein Ace. Ja, keine Ahnung, der Bogenschütze, das, man, du siehst ja so eine Killcam, ne? Ja. Ja, wie der mich da wegrasiert hat, ne? Holy shit. Das ist echt krass gewesen. Also die Leute sind schon echt extrem gut hier in dem Game manchmal. Aber ich meine, man darf auch nicht vergessen, die Runden gehen hier 5 Minuten oder was. Und die spielen halt vielleicht schon. Ich kenne jemanden, der hat schon 300 Stunden Overwatch gespielt. Und der spielt ein und denselben Charakter, jedes Game. Ja, das gut. Ist halt schon ziemlich krass irgendwie. Gut, ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Schluss. Ihr schreibt mir eure Meinung zu McCree in die Kommentare. Ich finde es eigentlich ein ziemlich cooler Charakter. Gerade mit der Ulti kann man, glaube ich, lustige Sachen anstellen. Diese Kombo aus Schockgranate mit dem Entladen vom Revolver ist auch ganz cool. Ja, ich denke mal, die Charaktere brauchen einfach alle so ein bisschen mehr Spielpraxis und dann geht das schon ab. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.